Herzlich willkommen zu unserer 9. Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und wir wollen uns heute mit dem somatosensorischen System beschäftigen. In der letzten Woche hatten wir uns mit dem motorischen System beschäftigt, also mit dem System, mit dem wir Informationen an unsere Umwelt abgeben. Und da hatten wir uns angeschaut, wie Informationen eben aus unserer Großhirnrinde über unser Rückenmark bis hin in unsere Muskeln transportiert werden. Heute wollen wir uns den umgekehrten Weg anschauen. Heute wollen wir uns anschauen, wie wir Informationen aus unserer Körperoberfläche, aus unseren Fingern, unserer Haut, aber auch aus unseren inneren Organen hin über das Rückenmark zu unserem Großhirn transportieren. Und wir wollen uns dabei auch noch im Speziellen den Schmerz anschauen, den Schmerz als Unterform, als besondere eigene Form von somatosensorischer Wahrnehmung, also der Wahrnehmung aus unserem Körper. Ganz grundsätzlich können wir unsere Körperwahrnehmung in drei unterschiedliche Aspekte gliedern. Dabei haben wir zum einen mal die Ekterozeption oder Exterozeption, also die Wahrnehmung der Umwelt, der uns umgebenden Umwelt über unsere Haut beispielsweise. Als zweites haben wir die sogenannte Propriozeption, das ist die Wahrnehmung unseres Körpers, also die Wahrnehmung beispielsweise der Stellung meiner Gelenke, der Aktivität meiner Muskeln, der Position meines Körpers im Raum. Und als drittes haben wir die Enterozeption oder Interozeption und das ist die Wahrnehmung des inneren Milieus, also Informationen aus dem Inneren meines Körpers, wie beispielsweise Herzschlag, Blutdruck, Magenaktivität, all solche Vorgänge aus dem Inneren unseres Körpers. Fangen wir zunächst mal mit der Ekterozeption an, also der Wahrnehmung meiner Umwelt über meine Haut. Da ist die Haut eigentlich unser wichtigstes Sinnesorgan, beziehungsweise ganz spezialisierte Sinnesorgane in der Haut. Und unsere Haut, die können wir ganz grundsätzlich einteilen in behaarte Haut und unbehaarte Haut. Behaarte Haut, die ist überall da, wo wir Haare haben, beziehungsweise theoretisch Haare haben könnten. Die unbehaarte Haut, die haben wir überall da, wo wir tatsächlich auch keine Haare auf der Haut haben, wie beispielsweise unsere Handinnenflächen oder unsere Lippen. Und je nach Beschaffenheit der Haut haben wir hier in den unterschiedlichen Schichten der Haut, also hier der Dermis der Haut, ganz unterschiedliche Rezeptoren, die auf Berührung oder Veränderung der Haut reagieren. Die erste Klasse dieser Ekterozeptoren, also dieser Sinneszellen, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen, das sind die sogenannten freien Nervenenden. Freie Nervenenden, das sind somatosensorische Neurone, deren Ende nicht myelinisiert ist, die also einfach frei in unserem Gewebe vorhanden sind. Wir hatten ja letzte Woche schon einige Arten dieser freien Nervenendigung kennengelernt. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Golgi-Sehnenorgan oder die Muskelspindelzellen. Das sind auch beispielsweise freie Nervenendigungen, die hier im Muskelgewebe vorhanden sind. Und genauso haben wir diese freien Nervenendigungen auch in unserer Haut, aber auch in den Gelenken, in den Kapseln oder in inneren Organen. Hier haben wir also fast überall. Und diese freien Nervenendigungen, die können sich auch beispielsweise um Haarfollikel drumherum wickeln, um so leichte Bewegungen an unseren Haaren wahrzunehmen. Wir haben aber auch spezialisiertere Sinnesorgane in unserer Haut, wie beispielsweise die Pacini-Körperchen, benannt nach ihrem Entdecker. Und diese Pacini-Körperchen, die sitzen relativ tief in der Dermis, die sind relativ groß und das sind im Grunde Nervenendigungen von somatosensorischen Neuronen, die von einer
Kapsel aus Bindegewebe umschlossen sind. Und diese Bindegewebskapseln, das sind so konzentrisch, kugelförmig angeordnete Lamellen, die umhüllen also unsere freien Nervenendigungen, um so eine ganz bestimmte Art von Wahrnehmung zu kodieren. Und diese Pacini-Körperchen, die sind beispielsweise sensitiv für die Wahrnehmung von Vibrationen, denn die adaptieren sehr, sehr schnell auf Signalveränderungen. Dadurch, dass diese Rezeptoren, diese Pacini-Körbchen sehr tief in der Dermis liegen, haben die auch ein sehr großes rezeptives Feld, denn bis ich mit einem Reiz an diesen Rezeptoren dran bin, muss ich einen sehr großen Bereich meiner Haut bereits verändert haben. Eine weitere Sinneszellklasse, die tief in der Dermis liegt, sind die sogenannten Ruffini-Endigungen. Ruffini-Endigungen, auch wieder eben hier Endigungen von freien Nervenenden, die sind etwas kleiner, aber auch hier finden wir ganz ähnlich wie bei den Pacini-Körperchen konzentrische Bindegewebslamellen um diese Nervenendigungen drumherum. Im Gegensatz zu den Pacini-Körperchen haben wir hier langsam adaptierende Fasern, also die zeigen hier eine langsame Veränderung auf eine Reizintensität. Die sind auch spontan aktiv, also diese Nerven sind auch aktiv, wenn wir gerade keinen Reiz bekommen. Und die sind eben hier vor allem dann relevant, wenn wir beispielsweise die Dehnung unserer Haut wahrnehmen. Also Ihre Haut, die hat ja eine ganz bestimmte Grundspannung, und wenn wir jetzt hier diese Spannung von dieser Haut verändern oder beispielsweise unsere Haut bewegen, dann wird diese Information hier über diese Ruffini-Endigungen kodiert. Weiter oben in der Dermis haben wir dann die sogenannten Meissner Körperchen. Die haben wir an der Grenze zwischen Dermis und Epidermis, also zwischen den äußeren und den mittleren Hautschichten. Die sind sehr, sehr klein, und Sie sehen es hier schon, im Vergleich zu den anderen tiefer liegenden Nervenzellen haben wir hier ein Aufspalten der Axone der somatosensorischen Neurone. Also ein Neuron bekommt hier Informationen von mehreren von diesen Meissner Körperchen. Die liegen sehr hoch, sehr weit oben in unserer Haut, sehr weit oben in der Dermis, und haben daher auch ein sehr kleines rezeptives Feld. Also hier kann ich hier sehr genau Informationen unterscheiden. Und das sind hier auch wiederum schnell adaptierende Fasern, also Rezeptoren, die auf Veränderung des Signals reagieren. Und zu guter Letzt haben wir die sogenannten Merkel-Scheiben. Auch hier wieder, die liegen relativ weit oben in unserer Dermis, und auch hier finden wir ein Auffasern der somatosensorischen Axone in mehrere Kollaterale, dass hier also jedes somatosensorische Neuron hier von mehreren von diesen Merkel-Scheiben innerviert wird. Auch wieder ein relativ kleines rezeptives Feld, liegen relativ weit oben in der Dermis, und hier haben wir jetzt eben ein wieder langsam adaptierende und spontan inaktive Rezeptoren. Also hier diese weit oben liegenden Merkel-Scheiben, die sind nicht spontan aktiv, also die werden nur auf einen Reiz hin aktiv. Und hier, das ist eben hier, diese Merkel-Scheiben, die sind ganz relevant eben für so eine ganz genaue, ganz feine Unterscheidung von Punkten, von Ecken und von Kanten. Schauen wir uns diese vier Klassen von Rezeptoren in unserer Haut nochmal genauer an, dann können wir hier sehen, dass wir unterscheiden können, eben sind die rezeptiven Felder klein oder groß, liegen also unsere Rezeptoren eher tief oder eher weit oben in unserer Dermis. Und wir können uns anschauen, adaptieren diese Rezeptoren schnell oder adaptieren sie langsam oder adaptieren sie auch gar nicht auf eine Reizveränderung, wie reagieren sie also auf eine Veränderung eines Reizes. Und hier sehen wir, da haben wir Zellen, die adaptieren sehr schnell, die reagieren also vor allem auf eine Veränderung eines Reizes, oder wir haben sehr langsam adaptierende oder nicht adaptierende Rezeptoren, die eben mit einer sehr langsamen Veränderung des Signals auf eine Veränderung des Reizes reagieren. Und hier können wir auch unterscheiden zwischen sogenannten Slow Adaptive 1, also langsam adaptierenden 1 und langsam adaptierenden 2 Fasern, die eben entweder
spontan aktiv oder spontan inaktiv sind. Also Slow Adaptive 1, die sind ohne Reiz aktiv, sind also spontan aktiv. Das sind hier eben diese Ruffini-Endigungen. Oder wir haben die Slow Adaptive 2, die sind ohne Reiz nicht aktiv. Und das sind hier unsere Merkel-Scheine. Wir nehmen natürlich nicht nur eine einfache Bewegung wahr, sondern wir nehmen auch beispielsweise ein Streichen über die Haut wahr oder ein Streichen über einen Gegenstand. Wir nehmen also ganz leichte, ganz feine Veränderungen wahr und wir nehmen natürlich auch Vibrationen wahr. Und für diese Wahrnehmung der Vibrationen sind auch diese ganzen Rezeptoren beteiligt, aber vor allem hier zwei Klassen, nämlich einmal die Meissner-Körperchen und einmal die Pacini-Körperchen. Die Meissner-Körperchen sind dabei relevant für relativ tiefe Frequenzen, also im Bereich von 40 Hertz. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie über eine Oberfläche streichen, also wenn Sie eine Veränderung aufgrund Ihrer eigenen Bewegung haben, Sie wollen beispielsweise über eine raue Oberfläche streichen, dann erzeugt dieses Streichen eine Vibration Ihrer Haut und diese Vibration Ihrer Haut, die nehmen Sie beispielsweise über die Meissner-Körperchen wahr. Auf der anderen Seite, schnelle Frequenzen, relativ hohe Frequenzen, werden über die tiefliegenden Pacini-Körperchen wahrgenommen. Da geht es dann vor allem um Vibrationen, wie beispielsweise, die auch schon in den Bereich der hörbaren Vibrationen gehen, also einen Frequenzbereich im 100, 300 Hertz, 600 Hertz Bereich, also sehr hohe Frequenzen, die beispielsweise durch Luftströme auf unseren Körper treffen. Schauen wir uns hier nochmal schnell eine Zusammenfassung an, hier eine kompakte Darstellung dieser unterschiedlichen Rezeptoren in unserer Haut, eben nach Slow Adaptive oder Rapid oder Fast Adaptive, also SA, das sind immer die Slow Adaptive, RA oder FA, das sind die Fast Adapting Rezeptoren und eben hier unsere unterschiedlichen Rezeptoren mit ihren Eigenschaften. Ganz wichtig bei diesen Rezeptoren ist natürlich, diese Rezeptoren, die müssen ja irgendwie ein Signal aufnehmen. Das sind primäre Nervenzellen, das sind primäre Rezeptoren, also Nervenzellen, die direkt ein Aktionspotenzial auslösen. Das heißt, ich muss an diesen Nervenzellen, an diesen Rezeptoren, an diesen besonders ausgeformten freien Nervenendigungen irgendwie eine Depolarisation hervorrufen, die dann weiter wandern kann und ein Aktionspotenzial hervorrufen kann. Und das geschieht hier an diesen Rezeptoren, an diesen Tastzellen über sogenannte mechanosensible Ionenkanäle. Diese mechanosensiblen Ionenkanäle, die haben wir schon kennengelernt. Die hatten wir schon in den frühen Sitzungen, da hatten wir schon diese unterschiedlichen Klassen von Ionenkanälen kennengelernt. Und hier in unserer Haut, da haben wir jetzt Ionenkanäle, die lassen sich öffnen, entweder durch einen Zug an der direkt am Kanal durch eine Verformung der Zellmembran. Oder ich kann den Ionenkanal öffnen über einen Zug an Strukturproteinen an unseren Filamenten. Also diese Filamente an den Ionenkanal gebunden und durch einen Zug an diesen Filamenten kann jetzt hier der Ionenkanal geöffnet werden. Oder durch oder ich habe eine Second Messenger Kaskade. Ich habe also beispielsweise ein Strukturprotein und an diesem Strukturprotein kann ich ziehen und durch diese Veränderung an diesem Strukturprotein wird eine Second Messenger Kaskade ausgelöst, die dann einen Ionenkanal öffnet, einen Ionenkanal verändert. Also ganz wichtig hierbei an diesen Mechanorezeptoren, da kommt es immer zu einer Verformung, irgendeiner strukturellen Veränderung in der Zellmembran oder an den Ionenkanälen, die dann einen Ionenaustausch ermöglichen und somit eine Depolarisation an der Nervenzelle und ein Weiterleiten der Information sicherstellen. Wir hatten es schon, ich hatte es schon erwähnt und wir hatten es schon in den vorherigen Sitzungen kennengelernt, diese somatosensorischen Neurone, das sind ja, da haben wir unterschiedliche Klassen, die wir einteilen können, beispielsweise danach, ob sie myelinisiert sind oder wie dick sie sind. Wir hatten es eben schon kennengelernt, diese
Rezeptoren in unserer Haut oder auch die freien Nervenendigungen. Das sind unmyelinisierte Endigungen von unterschiedlichen somatosensorischen Neuronen. Also da hört dann diese Ummantelung, diese Myelinisierung am Ende auf und eben hier diese Nervenendigungen spezialisieren sich dann in ganz unterschiedliche Klassen von Rezeptoren. Und dabei hängt jeder Rezeptor mit unterschiedlichen Nervenfasern auch zusammen. Und diese unterschiedlichen Nervenfasern, die können wir jetzt klassifizieren anhand ihrer Dicke und anhand der Myelinisierung. Ganz wichtig dabei ist, wieder unser Leitsatz, je dicker ein Axon ist, je dicker eine Nervenfaser ist, desto schneller wird hier geleitet und eine Myelinisierung um das Axon erhöht nochmal die Leitungsgeschwindigkeit. Wir haben ja eben hier unterschiedliche Klassen im somatosensorischen System, beispielsweise unsere A-Alpha und A-Beta und A-Delta-Fasern, die eben Informationen aus unserer Haut, aus unserem Körper transportieren und dann auch die nicht myelinisierten, sehr dünnen C-Fasern, die sehr langsam leiten, die vor allem für die Schmerzwahrnehmung und Temperaturwahrnehmung relevant sind. Diese Nervenfasern, die haben ihre Zellkerne im Spinalganglion. An unserem Rückenmark, da haben wir nebendran den Grenzstrang. Das sind ja also Verdickungen, Verklumpungen von Nervenzellen, diese Ganglienzellen. Da sitzen jetzt die Nervenzellen für diese somatosensorischen Neuronen. Wir hatten es ja schon kennengelernt, ganz am Anfang. Das sind bipolare Neurone. Da haben wir also einen Nervenzellkörper und aus diesem Nervenzellkörper, da wandern dann zwei Axone raus. Und das eine Axon, das läuft jetzt dann aus den Spinalganglien bis hin in unsere Haut. Das sind also sehr lange Axone, die eben beispielsweise auch bis unsere Beine, bis in unsere Arme ziehen und wandern eben dann hier in das Gewebe und verändern sich da eben dann zu unserem Rezeptor. Das andere Ende vom Axon, das läuft dann in das Dorsalhorn unseres Rückenmarks, also hinten rein in das Hinterhorn unseres Rückenmarks, um dann hier eine Verschaltung auf Interneurone, auf Motorneurone oder auf die weiterleitenden Bahnen in unserem somatosensorischen System vorzunehmen. Schauen wir uns jetzt dieses Hinterhorn, dieses Dorsalhorn mal genauer an. Wir hatten ja letzte Woche schon den ventralen Bereich im motorischen System kennengelernt und da hatte ich Ihnen ja erzählt, wir haben eine somatotope Organisation im Rückenmark. Diese gleiche somatotope Organisation, die finden wir hier im Dorsalhorn auch und wir finden zusätzlich einen Schichtenaufbau, in dem unterschiedliche Nervenfasern auf unterschiedliche Schichten in diesem Dorsalhorn innervieren, verschalten. Also wir haben hier einen sechsschichtigen Aufbau. Diese sechs Schichten, die liegen jetzt nicht übereinander, sondern wir können quasi oben auf unser Rückenmark draufschauen, dann liegen diese Schichten nebeneinander, also voreinander und jeweils unterschiedliche Nervenzellklassen, also A-Alpha, A-Beta, A-Delta und C-Fasern, verschalten in unterschiedlichen Schichten hier im Dorsal. Ganz wichtig, was Sie hier sich merken sollten, die schnell leitenden Fasern, die verschalten auf den höheren Schichten, die näher an der Mitte des Rückenmarks liegen. Die langsam leitenden Fasern, A-Delta und C-Fasern, die verschalten hier auf den höheren Schichten, die weiter am Rand unseres Rückenmarks liegen. Und natürlich haben wir eben hier eine somatotope Organisation, dass wir also auch innerhalb dieses Rückenmarksbereichs hier eine somatotope Organisation haben, dass hier also eben auch unterschiedliche Bereiche unseres Körpers an unterschiedlichen Orten hier repräsentiert sind. Das heißt hier, die Schichten 1 und 2 hier, also diese äußersten Schichten in unserem Dorsalhirn, die bekommen vor allem Informationen, die mit Schmerz- und Temperaturwahrnehmung zusammenhängen. Die tieferen Schichten, die Schichten 3, 4, 5 und 6, die bekommen Informationen über die feine,
die Feinsteuerung, Feininformation aus unseren Gliedmaßen, also hier eine sehr strukturierte Information. Also hier unterschiedlich schnell leitende Fasern werden hier an unterschiedlichen Orten versorgt. Und das wird gleich noch ganz wichtig, wenn wir uns anschauen, welche Leitungsbahnen wir denn in unserem somatosensorischen System haben. Denn wir haben hier parallel laufende Leitungsbahnen, die unterschiedliche Informationen transportieren. Schauen wir uns aber zunächst erstmal ganz grob unser Rückenmark an. Unser Rückenmark, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal uns angeschaut und wir hatten ja gerade eben schon gesehen und wir hatten es auch letzte Woche schon gesehen, wenn ich mir so ein Rückenmarksegment anschaue, also oben auf mein Rückenmark drauf schaue, dann finde ich hier eine ganz gewisse strukturelle Orientierung, also eine somatotrope Organisation mit unterschiedlichen Schichten, die hier unterschiedliche Informationen transportieren. Aber auch mein Rückenmark als Ganzes kann ich in funktionelle Bereiche gliedern und auf jeder Ebene habe ich eine Versorgung eines ganz bestimmten Bereiches meines Körpers. Das gilt sowohl für das somatosensorische, also für das Wahrnehmungssystem, als auch für das motorische System, mit dem ich Informationen ausleite. So haben wir unsere 31 Rückenmarksegmente, die wir in 5 unterschiedliche Bereiche teilen können. Und jeder Bereich dieses Rückenmarks versorgt einen ganz unterschiedlichen Bereich unseres Körpers. Und so können wir aus dieser Innervation im Rückenmark ein sogenanntes Dermatom erstellen. Wir können uns also anschauen, welcher Bereich meines Körpers wird an welchem Bereich des Rückenmarks repräsentiert. Und Sie sehen hier beispielsweise, dass unser Armbereich, der hier in Rot eingezeichnet ist, der wird hier auf Ebene der Halswirbel repräsentiert. Also sprich, alles, was aus meinem Arm zu meinem Rückenmark hinläuft, wird auf der gleichen Ebene des Rückenmarkes hier in meinen Halswirbeln verarbeitet. Und eben hier auf dieser Ebene, da habe ich dann eben eine somatosensorische, eine topografische Orientierung, dass eben hier beieinander liegende Bereiche auf einer Ebene auch nebeneinander verarbeitet werden. Und eben hier, je nach Segment, werden hier unterschiedliche Bereiche des Körpers innerviert. Und das Interessante dabei ist, dass hier nicht nur Informationen aus der Haut an einem Segment ankommen, sondern am gleichen Segment kommen sowohl Informationen aus meiner Haut als auch aus meinen inneren Organen an. Und das kann dann eben zu Fehlwahrnehmung führen, dass ich beispielsweise das Gefühl habe, ein ganz bestimmter Bereich meiner Körperoberfläche würde mir Schmerzen bereiten, obwohl die Quelle, der Herd des Schmerzes eigentlich in tieferen Bereichen, in inneren Organen liegt. Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir denn eigentlich die Information, die wir jetzt aus unserer Haut aufnehmen, über unser Rückenmark in unseren Neokortex bekommen. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben da unterschiedliche Leitungsbahnen. Die erste Signalbahn, die wir uns dabei anschauen müssen, ist das sogenannte, also da haben wir unterschiedliche Signalbahnen. Da haben wir zum einen das Hinterstrangsystem, das vor allem relevant ist für die tatsächliche taktile Wahrnehmung aus den Mechanorezeptoren, also aus diesen Rezeptoren aus unserer Haut. Dann haben wir das Vorderseitenstrangsystem und dieses Vorderseitenstrangsystem, das ist relevant für die Wahrnehmung von Schmerz und Temperatur. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, Schmerz, dafür sind vor allem die C-Fasern und A-Delta-Fasern zuständig, die eben auch an einem anderen Ort verschaltet werden, als die somatosensorische Information aus den Mechanorezeptoren, die in A-Alpha- und A-Beta-Fasern enkodiert wird. Und dann haben wir zu guter Letzt noch unseren Nervus trigeminus, der uns Informationen aus unserem Gesichts- und Halsbereich über den Hirnnervenkern an unser Gehirn liefert. Schauen wir uns jetzt diese drei Pfade mal im Genauen an. Der erste Pfad, das ist unser Hinterstrangsystem, auch lemniskales System genannt. Mit diesem Hinterstrangsystem, da
nehmen wir eben die Information auf, die wir aus unseren Hautrezeptoren bekommen, also hier aus diesen Mechanorezeptoren bekommen. Das ist vor allem relevant für so die feine Berührungsinformation, sehr feine, sehr hoch aufgelöste Information aus unserer Haut. Und dieses Hinterstrangsystem, das kommt, das hat eben jetzt die Zellkörper des ersten Neurons eben im Dorsal, in dem Dorsalganglion unseres Rückenmarkes, und dann wird dieses Neuron läuft dann in das Dorsalhorn von unserem Rückenmark hinein und läuft dann ohne weitere Verschaltung schon auf der gleichen Hemisphäre weiter bis in die Medulla oblongata. Teilweise werden hier die Neurone auch schon auf dem gleichen Rückenmarksegment verschaltet. Beispielsweise denken Sie nochmal an unsere Reflexe, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Also wir haben hier teilweise eine Verschaltung auf dem gleichen Rückenmarksegment auf Interneurone und Motoneurone für die Reflexsteuerung. Und wir haben teilweise eine Weiterleitung auf der gleichen Hemisphäre bis hinauf in die Medulla oblongata. Und dann haben wir in der Medulla oblongata dann einen Wechsel, eine Verschaltung auf das nächste Neuron und hier eine Verschaltung auf die kontralaterale Hemisphäre. Und auf der kontralateralen Hemisphäre läuft die Information dann weiter in unseren Thalamus. Und hier vom Thalamus haben wir die Verschaltung dann zum dritten Neuron. Hier wird die Information dann weitergeleitet bis zu unserem somatosensorischen Kortex. Und diesen somatosensorischen Kortex, den finden wir hier posterior zur Zentralfurche. Wir haben also die Zentralfurche anterior vor der Zentralfurche. Da haben wir das motorische System, das wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Posterior zur Zentralfurche, da haben wir das somatosensorische System, also die Wahrnehmung unseres Körpers. Das zweite Signal, die zweite Signalbahn, die wir uns anschauen müssen, ist der sogenannte Vorderseitenstrang oder auch spinothalamische Trakt genannt. Dieser spinothalamische Trakt, der ist ein wenig anders aufgebaut als das Hinterstrangsystem, denn wir haben hier eine Verschaltung direkt im Rückenmark. Das hatten wir gerade eben schon kennengelernt, die C-Fasern und A-Delta-Fasern, die verschalten direkt hier in diesen oberen Schichten unseres Rückenmarks. Und dann haben wir eine Verschaltung auf die kontralaterale Seite, also im gleichen Rückenmarksegment haben wir eine Verschaltung auf die gegenüberliegende Seite. Und dann zieht diese Information eben direkt gegenüberliegend im sogenannten Vorderseitenstrangsystem über die Medulla oblongata bis dann hin zu unserem Thalamus. Also haben wir eine leicht andere Anordnung. Das erste Neuron hat eben auch wieder hier die Zellkerne im Spinalganglion. Dann haben wir die Verschaltung im Rückenmark, im gleichen Rückenmarksegment. Das zweite Neuron zieht hier also aus dem Rückenmark bis hinauf in den Thalamus. Und dann haben wir im Thalamus dann die Verschaltung vom dritten Neuron wieder in unseren somatosensorischen Kortex. Dieses Vorderseitenstrang oder auch anterolaterales System genannt. Das ist dann vor allem relevant eben für Schmerzwahrnehmung, für Temperaturwahrnehmung. Da haben wir also keine solche feine Differenzierung. Das ist eher so eine grobe Wahrnehmung unseres Körpers, also beispielsweise relativ grobe Einwirkungen auf unseren Körper oder Verletzungen unseres Körpers werden hier über dieses Vorderseitenstrangsystem transportiert. Und zu guter Letzt haben wir eben noch unseren Nervus Trigeminus, der ist von der Organisation her ganz ähnlich wie unser Hinterstrangsystem. Damit bekommen wir Informationen hier aus Kopf, Gesicht, Mundhöhle und auch den Hirnhäuten. Der heißt Trigeminus, weil er sich in drei Stränge auftrennt. Und hier haben wir die Verschaltung über die Hirnnervenkerne, dann direkt aufs Rückenmark, von da in den Thalamus und dann eben hier in den somatosensorischen Kortex und eben hier in die Bereiche des somatosensorischen Kortex, die hier vor allem hier die Mundhöhle innervieren. Wir haben hier auf Ebene des somatosensorischen Kortex auch eine somatotope Organisation, also dass wir hier auch im somatosensorischen Kortex einen solchen Homunculus haben und die Bereiche, die unser Gesicht, Kopfhaut versorgen, die liegen hier relativ nah am Temporallappen, im Parietallappen hier am unteren Ende des somatosensorischen Kortex.
Schauen wir uns diese Hauptsysteme nochmal genauer an. Wir haben also hier unseren lemniskalen Pfad und wir haben auf der anderen Seite unseren spinothalamischen Pfad. Lemniskalen Pfad, damit leiten wir eben unsere Berührungen, Vibrationen, diese Zwei-Punkt-Schwellenunterscheidung und auch die Wahrnehmung unseres eigenen Körpers. Da nehmen wir Informationen auf aus den A-Alpha, A-Beta und A-Delta-Fasern. Die Zellkörper liegen im Spinalganglion und die Information wird auf der ipsilateralen Seite, kommt die in das Rückenmark hinein, wird auf der ipsilateralen Seite durch unser Rückenmark transportiert und wir haben dann eine Verschaltung erst in der Medulla oblongata auf die kontralaterale Seite, von da über den Thalamus in den somatosensorischen Kortex. Auf der anderen Seite, in unserem spinothalamischen Trakt, da nehmen wir eben Schmerz- und Temperaturinformationen wahr, auch ganz bestimmte Art von Berührungen, relativ grobe Berührungen, die nehmen wir über A-Delta- und C-Fasern auf, also diese langsam leitenden Fasern. Und da haben wir eine Verschaltung im gleichen Rückenmarksegment, dann eine Kreuzung auf die kontralaterale Seite und von der kontralateralen Seite zieht die Information durch bis hin zum Thalamus, um dann hier verschaltet zu werden auf das dritte Neuron, die dann eben zum somatosensorischen Kortex zieht. Und jetzt schauen wir uns mal diesen somatosensorischen Kortex, das somatosensorische System, im Detail genauer an. Ich hatte es schon gesagt, unser somatosensorischen Kortex, den primären somatosensorischen Kortex, den finden wir posterior zu unserer Zentralfurche, also der zieht von der Mitte unseres Kopfes bis hin so etwa auf Höhe des Ohres, zieht er hier bilateral auf beiden Seiten unseres Kopfes entlang. Ganz wichtig dabei, wir haben hier eine kontralaterale Organisation, also die rechte Hemisphäre versorgt hier die linke Hemisphäre des Körpers, genauso die linke Hemisphäre unseres somatosensorischen Kortex versorgt die rechte Seite meines Körpers. Wir haben eben hier diese Kreuzung, entweder auf Höhe der Medulla oblongata oder auf Höhe der Rückenmarksegmente. Wir haben eben jetzt hier posterior zur Zentralfurche unseren primären sensorischen Kortex, auch Brodmann Area 3 genannt. Dahinterliegend haben wir dann den sekundären somatosensorischen Kortex in den Brodmann-Arealen 1 und 2. Und dann haben wir hier den Parietallappen mit dem, also den posterioren Parietallappen mit den höher gelegenen, höher orientierten Rindenfeldern des somatosensorischen Systems. Und wir haben hier eine hierarchische Organisation, die in wo die Information von einem System zum nächsten weitergegeben wird. Wir haben es ja letzte Woche im motorischen System schon ähnlich kennengelernt. Da hatten wir unseren primären motorischen Kortex, davor die supplementär- und prämotorischen Areale und dann die Assoziationsareale. Hier im somatosensorischen System ist es genau gleich. Wir haben unseren primären somatosensorischen Kortex, der gibt Informationen an den sekundären somatosensorischen Kortex weiter, wo dann einfache Informationen zu komplexen Informationen integriert wird. Und dann haben wir unseren posterioren Parietallappen, wo dann Informationen aus unserem somatosensorischen System zu größeren Bildern zusammengefügt wird und dann beispielsweise auch mit Informationen aus unserem visuellen oder auditorischen System zusammengefügt wird. Schauen wir uns diese Organisation auf Ebene des somatosensorischen Kortex nochmal ganz genau an. Und da sehen wir, dass hier Information aus dem gleichen Körperbereich parallel verarbeitet wird. Wir haben ja hier eine somatotope Organisation in so einem Homunculus, also jeder Bereich unseres somatosensorischen Kortex ist für die Repräsentation eines ganz bestimmten Bereiches unseres Körpers zuständig. Und auf jedem Bereich, auf jeder Ebene unseres Körpers haben wir eine topische Organisation, dass benachbarte Bereiche an benachbarten also benachbarte Bereiche unseres Körpers, an benachbarten Bereichen unseres Dorsalhorns im Rückenmark und eben jetzt auch hier in benachbarten Bereichen unseres somatosensorischen Kortex repräsentiert werden. Und genauso werden hier diese parallel laufenden Informationen aus unseren unterschiedlichen Rezeptoren parallel verarbeitet. Wir hatten es ja vorhin schon kennengelernt. Wir haben beispielsweise Slow Adaptive 1, Rapid Adaptive 1 und Slow Adaptive
2 oder Rapid Adaptive 2 Neurone, also unterschiedliche Reizklassen, die wir hier wahrnehmen durch unsere unterschiedlichen Rezeptoren. Und diese Information wird von den Rezeptoren über unser Rückenmark bis hin zu unserem somatosensorischen Kortex parallel verarbeitet, sodass wir hier auch auf Ebene des somatosensorischen Kortex eine parallele Verarbeitung haben. Wir haben hier also eine Säulenstruktur und in jeder Säule wird eine ganz bestimmte Information verarbeitet, um dann eben in der Hierarchie weitergegeben zu werden. Schauen wir uns diese Säulenstruktur hier also nochmal genau an. Erinnern Sie sich nochmal an die 6. Sitzung, war es glaube ich, als wir diesen 6-schichtigen Aufbau unseres Neokortex kennengelernt haben. Da haben wir gelernt, in welcher Schicht die afferente Information, also die Information, die ich bekomme aus dem Thalamus, in den Neokortex eingeht. Und das ist hier unsere 4. Schicht. Die 4. Schicht, da bekommen wir Input vom Thalamus. Und dieser Input vom Thalamus, der ist eben somatosensorisch und nach unterschiedlichen Rezeptoren organisiert. Und wir haben jetzt an jedem Bereich in unserem somatosensorischen Kortex eine Säulenstruktur, das benachbart Säulen, die Informationen eben beispielsweise aus den Slow Adaptive und aus den Rapid Adaptive Fasern aufnehmen. Wir haben hier also eine parallele Verarbeitung in parallel laufenden Informationssträngen von unserer Haut, eben unterschiedliche Rezeptoren, die unterschiedliche Informationen aufnehmen, über unterschiedliche Fasern an unser Rückenmark weitergeleitet geben und dann ziehen diese unterschiedlichen Informationen parallel über den Thalamus bis hin in unseren Neokortex. Und hier haben wir auch dann eben eine laterale Hemmung, dass sich also benachbarte Bereiche auch gegenseitig beeinflussen, um hier eine Kontrastwahrnehmung zu realisieren. Wir haben also quasi dann eine Weitergabe auf Ebene des somatosensorischen Kortex zwischen diesen einzelnen Säulenstrukturen und diese integrierte Information wird dann aus dem primären somatosensorischen Kortex weitergeleitet an den sekundären somatosensorischen Kortex, dass sie also die Wahrnehmung beispielsweise von einzelnen Punkten und einzelnen Kanten zu einem komplexen Objekt, also hier beispielsweise im Gehirn, zusammenfügen, um dann eben komplexe Objekte wahrnehmen zu können. Das war jetzt erstmal so ein kurzer Abriss über unsere Ekterozeption, also die Wahrnehmung unserer äußeren Umwelt über unsere Haut. Wir haben letzte Woche schon kennengelernt, wie wir eigentlich unseren Körper an sich wahrnehmen, also die Propriozeption, also die Wahrnehmung unserer Muskeln und Gelenkstellung. Da hatten wir letzte Woche schon kennengelernt die Golgi-Sehnenorgane und die Muskelspindeln. Deswegen hier nur noch mal ganz kurz ein Abriss, also auch diese Muskelspindelorgane und die Golgi-Sehnenorgane, das sind freie Nervenendungen, also Nervenendungen, die sich beispielsweise um diese Muskelspindeln, um diese Nervenzellen in der Muskelspindel drumherum wickeln oder in der Sehne vorhanden sind. Und auf diesen freien Nervenendungen, da haben wir dann eben wieder unsere mechanosensiblen Ionenkanäle. Also sprich, wenn ich meinen Muskel bewege, dann verändert sich die Länge, die Dehnung an meiner Muskelspindel, verändert sich die Dehnung an meinen Sehnen und damit haben wir dann eine Verformung an diesen freien Nervenendigungen, die dann dazu führen, dass die Ionenkanäle hier aufgehen. Also vom Prinzip her auch unsere Propriozeption funktioniert über die Veränderung dieser mechanosensiblen Ionenkanäle. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch unsere Enterozeption, also die Wahrnehmung des Körpers, also die Wahrnehmung aus unseren inneren Organen, beispielsweise über den 9. Hirnnerv, da haben wir die Wahrnehmung unseres Blutdruckes beispielsweise oder Chemosensation aus dem Inneren unseres Körpers oder aus dem 10. über den 10. Hirnnerv. Da haben wir den sogenannten Tiefenschmerz, also Schmerzwahrnehmung aus dem Inneren unseres Körpers. Und diese Enterozeption, die funktioniert jetzt eben aus einer Mischung aus der Chemorezeption und Mechanorezeption. Also da haben wir eben auch wieder freie Nervenendungen, die sind ganz spezialisiert auf
ganz unterschiedliche Stoffe, die können beispielsweise auch die unterschiedliche Sauerstoffkonzentration wahrnehmen, die nehmen aber beispielsweise auch über die Dehnung unserer Blutgefäße unseren Blutdruck wahr. Also beispielsweise in Abhängigkeit unseres Herzschlages wird die Information aus unseren inneren Organen dann über den Hirnstamm weitergeleitet an tiefe Strukturen, also relativ tief liegende Kerne in unserem Gehirn, die dann in Abhängigkeit der aufsteigenden Information unser Herz-Kreislauf-System beispielsweise beeinflussen und unsere Herz-Kreislauf-Situation an unseren aktuellen Aktivitätslevel oder an unsere Umwelt anpassen. Und ganz interessant, das ist jetzt ein ganz neues Forschungsfeld, es hat sich auch gezeigt, dass der Herzschlag einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat. Also diese aufsteigenden Informationen aus unserem Körper beeinflussen die Erregung, die Aktivität unseres Neokortex und beeinflussen damit auch unsere Wahrnehmung. Das ist ein ganz neues Forschungsfeld, in dem sich zeigt, wie die Wahrnehmung unseres inneren Milieus die Wahrnehmung unserer äußeren Umwelt tatsächlich beeinflussen kann. Damit sind wir am Ende des ersten Teils der heutigen Sitzung zum somatosensorischen System. Und im zweiten Teil wollen wir uns den Schmerz anschauen als eine Sonderform der Wahrnehmung aus unserem somatosensorischen System.